gehen jetzt wieder zurück ins Plenum, wo der von mir schon erwähnte Tagesordnungspunkt Infektionsschutzmaßnahmen und die Parlamentsbeteiligung dazu inzwischen eröffnet ist. Und es spricht Christine Aschenberg-Dugnus aus der FDP-Fraktion, wo sie gesundheitspolitische Sprecherin ist. Verfolgungsmaßnahmen, als wenn sie sich zu Hause treffen, wo kein Kontaktverbot ist, wo Superspreader sich entfalten können, meine Damen und Herren. Und auch von der Ärzteschaft und der Wissenschaft ist ja gestern ein Strategiewechsel ins Spiel gebracht worden mit einem besseren Schutz von Risikogruppen und Gesundheitspersonal. Ich würde das ausweiten auf systemrelevante Berufe wie die Polizei und vor allen Dingen mit keinem undifferenzierten Lockdown, meine Damen und Herren. Über all diese Vorschläge würden wir hier gerne im Deutschen Bundestag um die besten Lösungen ringen. Aber statt eines öffentlichen parlamentarischen Abwägens von Handlungsalternativen erleben wir hier lediglich ein nachträgliches zur Kenntnis geben, zum Präsentieren der Ergebnisse, meine Damen und Herren. Das wollen wir ändern, und das ist Inhalt unseres Antrages. Wir fordern parlamentarische Erlassvorbehalte. Wir fordern Unterrichtungspflichten. Wir fordern unter anderem eine Konkretisierung der Generalklausel, um Infektionsschutzmaßnahmen der Länder auf eine klare gesetzliche Grundlage zu stellen, meine Damen und Herren. Und das fordern auch nicht nur wir, auch der Bundestagspräsident teilt diese Auffassung und stützt sich auf ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes. Wir nehmen auch das Thema Befristung auf und beantragen, dass die Feststellung der epidemischen Lage nach 2 Monaten automatisch endet, denn dann muss man argumentieren, um sie zu verlängern. Das ist ein Legitimationsgewinn. Das wird dazu führen, dass getroffene Maßnahmen immer auf den Prüfstand der Parlamente gestellt werden. Das erhöht auch die Akzeptanz der Maßnahmen, und nicht nur das, es erhöht auch die Qualität der Maßnahmen, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, Rechtsstaat und Gewaltenteilung sind kein Hindernis bei der Pandemiebekämpfung, sondern eine Stärke unserer Demokratie und genau der richtige Schritt heraus aus der Krise. Ich fordere Sie als Parlamentarier eindringlich dazu auf, Demokratie und Parlamentarismus zu stärken und unserem Antrag zuzustimmen. Herzlichen Dank. Christine Aschenberg-Dugnus war das mit der Begründung des Antrags ihrer FDP-Fraktion zum Thema Parlamentsbeteiligung, wenn es um Infektionsschutzmaßnahmen geht. Nächster Redner in dieser Aussprache, in der sich einige Argumente durchaus wiederholen werden im Vergleich zu der Aussprache zur Regierungserklärung, die wir eben schon gesehen haben. In dieser Debatte jetzt wird der nächste Redner Rudolf Henke sein aus der Unionsfraktion. Er ist Mitglied im Gesundheitsausschuss. Muss aber erst mal seine Maske einpacken, wie man sieht. Verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, bevor ich mich auf den rechtspolitischen Teil der FDP-Initiative beziehen will, zunächst auch, wie bei Ihnen, Frau Aschenberg-Dugnus, eine gesundheitspolitische Einordnung. Das Virus unterscheidet nicht zwischen Bund und Ländern, unterscheidet nicht zwischen Parlament und Regierung, auch nicht zwischen Fraktionen und Parteien. Das Virus kennt nur eine einzige Kategorie, den direkten Kontakt von Menschen. Wir sind die Wirte des Virus. Und durch unsere Beweglichkeit, durch unsere Begegnungsfreude hat das Virus die Chance, anzustecken. Und deswegen ist Kontaktreduktion nicht in erster Linie eine Frage der Politik, sondern zuvorderst menschlich und mitmenschlich. Die Zahl der intensivmedizinisch behandelten Covid-19-Fälle hat sich in den vergangenen 10 Tagen von 769 Patientinnen und Patienten am 18. Oktober auf 1569 Patientinnen und Patienten gestern mehr als verdoppelt. Wenn die Dynamik sich in diesem Rhythmus fortsetzt
und zudem die zunehmende Betroffenheit älterer Menschen und Risikogruppen mitgedacht wird, dann landen wir über mehr als 3.000 am 7.11., mehr als 6.000 am 17.11., mehr als 12.500 am 27.11. und mehr als 25.000 am 7.12. bei 50.208 Intensivbetten, die wir brauchen, am 17.12., wenn diese Dynamik nicht gebrochen wird. Und damit sind wir dann im Gesundheitswesen total überfordert. Und in Tschechien und Belgien arbeiten jetzt schon Corona-infizierte Ärztinnen und Ärzte und Krankenpflegekräfte weiter, um die stationäre Versorgung sicherzustellen. Das muss verhindert werden. Und die gestrigen Entscheidungen sind nach meiner Wahrnehmung eine Konsequenz aus dem exponentiellen Wachstum der Infektionszahlen. In der Tat, die Infektionszahlen der jüngeren Generation, wenn sie denn gesund ist und keine Begleitkrankheiten hat, ist nicht das, was uns antreiben muss. Aber wir sehen ja, dass nach einigem Vorlauf dann der Eintrag in die ältere Generation stattfindet. Und vor allem sind präventive Ziele der Zweck der Übung. Flächendeckende Überforderung in den Gesundheitsämtern vermeiden. Wieder mehr Kontrolle über Kontaktketten gewinnen. Wir haben gar keine wirksame Aussage darüber, wo die Ansteckungen stattfinden, wenn es in den Meldedaten der Gesundheitsämter in 75% der Fälle nicht identifiziert wird. Wir wissen auch nicht, ob das in der Gastronomie und in Kulturbetrieben ist. Ich weiß nur, dass ich, der ich mich glaube, vorsichtig zu verhalten, in bis zu 12 Fällen Kontaktanzeigen, grüne Kontaktanzeigen auf meiner App-Abbildung sehe. Und das bedeutet doch, dass Begegnungen da sein müssen, von denen ich gar nichts weiß, mit Menschen, die sich später als infiziert erwiesen haben. Und deswegen ist auch die Vorhaltung von ausreichend Intensivmedizin auch für Menschen, die aus anderen Gründen unvorhersehbar einen solchen Behandlungsbedarf entwickeln. Es geht ja nicht nur um Covid-19. Es geht auch um Schlaganfallpatienten, auch um Herzinfarktpatienten, auch um Patienten mit anderen Infektionskrankheiten zentral. Jetzt argumentieren Sie auf zwei Ebenen. Das eine ist erneut epidemische Lage von nationaler Tragweite und die damit verbundenen Handlungsmöglichkeiten. Da ist aber kein Mangel an parlamentarischem Einfluss, sondern wir haben die Aufhebung dieser Lage von Ihnen beantragt, zuletzt am 17. September hier debattiert, und wir haben sie mehrheitlich abgelehnt. Und ja, schade, sagen Sie, aber es ist doch nicht so, dass weil wir mit der Mehrheit des Hauses Ihren Antrag abgelehnt haben, jetzt das Prädikat verdienen, da seid ihr keine Demokraten mehr. Nein, dann ist ja gut. Aber dann erwecken Sie auch nicht den Eindruck, als wäre es ein Demokratieverlust, wenn Ihr Antrag sich nicht durchsetzt. Das ist kein Demokratieverlust. Und die Möglichkeit, diese epidemische Lage aufzuheben, hätten wir ja zu jeder Zeit gehabt und hätten Sie beliebig nutzen können. Wir haben es aber aus guten Gründen nicht getan. Und das ist genauso demokratisch und genauso Einlösung des demokratischen Anspruchs wie das, was Sie vortragen. Gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung der Kollegin Aschenberg-Dugnus? Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Herr Kollege Henke, für die Zulassung der Frage. Ich wollte klarstellen, dass es nicht um unseren Antrag geht, den wir vor der Sommerpause gestellt haben, sondern in dem vorgelegten Antrag, den wir jetzt haben, wollen wir die Regelung, die übrigens auch im Land Nordrhein-Westfalen besteht, dass die epidemische Lage befristet ist und dass dann entsprechend vom Parlament argumentiert werden muss, warum
und aus welchen Gründen sie verlängert wird. Nichts anderes steht hier drin. Es geht jetzt nicht um Einzelanträge, die wir mal angebracht haben, sondern wir sind der Auffassung, dass es für die Legitimation sowohl für das Parlament als auch für die Bevölkerung draußen wichtig ist, dass man Maßnahmen immer wieder überprüft. Und das können Sie eben nur machen, wenn Sie eine Befristung einlegen und dann wieder aktiv als Landesregierung, als Bundesregierung argumentieren müssen, warum Sie der Meinung sind, dass sie verlängert werden muss. Ja, vielen Dank, Frau Aschenberg-Dugnus, für diese Frage. Ich will das noch mal klarstellen. Ja, es gibt eine Befristung. Die haben wir hier mit dem ersten Bevölkerungsschutzgesetz beschlossen. Und diese Befristung sieht vor, dass alle diese Befugnisse, die zusätzlich eingeführt worden sind, mit dem 31.03.2021 auslaufen. Also es gibt eine Befristung. Wir haben in diesem Haus zweimal über Anträge aus dem Haus diskutiert, diese Regelung vorzeitig auslaufen zu lassen. Und wir haben jetzt Ihr Plädoyer, sie gewissermaßen alle zwei Monate erneuern zu müssen. Ich finde, man kann darüber reden, ob man das so macht. Aber was, wir reden ja darüber. Aber was man nicht machen kann, sagen, wenn die Infektionsschutzmaßnahmen darauf, auf diese Grundlage gestellt werden, dann ist es eine klare Grundlage. Wenn sie aber bis zum 31.03.2021 befristet werden, ist es keine klare Grundlage. Grundlage ist in beiden Fällen klar. Und Sie können auch nicht sagen, wenn wir Ihrem Antrag folgen, dann sind Demokratie und Parlamentarismus gestärkt. Wenn demokratisch im Parlament entschieden wird, es anders zu machen, als die FDP es will, ist aber Demokratie und Parlamentarismus geschwächt. Das, finde ich, ist unter Demokraten keine ordentliche Argumentation. Und deswegen wehre ich mich dagegen. Und dann geht es zum Zweiten um diesen Paragraphen 28 Infektionsschutzgesetz und den bislang bewährten Vorrang der Länder, wenn es um die Anordnung von Schutzmaßnahmen geht. Und diese Konstellation in Kombination mit Paragraph 32 ist im Wesentlichen seit dem Jahr 2000 unverändert. Wir haben im März den Paragraph 28 im Licht der Pandemie noch etwas spezifischer gefasst. Wir haben dort mit der Frage der Einschränkung der Bewegungsfreiheit auch noch mal die Begründung präzisiert. Wir haben auch klar angegeben, welche grundrechtlichen Einschränkungen damit verbunden sind. Die sind alle aufgezählt im ersten Bevölkerungsschutzgesetz. Und ich bin auch dafür, dass wir darüber diskutieren, ob das Infektionsschutzgesetz im Licht dieser Pandemie neu aufzusetzen ist. Ich bin auch dankbar, Gutachten kann man das, glaube ich, nicht nennen, aber diese zweiseitige Empfehlung aus dem Wissenschaftlichen Dienst auf Veranlassung des Bundestagspräsidenten zu haben. Aber wir dürfen auch nicht daran vorbeisehen, dass das, was gestern an Entscheidungen getroffen worden ist, einer Aufforderung entspricht, weil Sie von einer Aufforderung gesprochen haben, Kassenärztliche Bundesvereinigung, die aus der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der Fraunhofer Gesellschaft, der Helmholtz-Gemeinschaft, der Leibniz-Gemeinschaft, der Max-Planck-Gesellschaft und der Nationalen Akademie. Kollege Henke, Sie können gern weitersprechen, tun das aber dann auf Kosten Ihrer Kollegin. Der Wissenschaft Kollegen. Leopoldina stammt. Und deswegen, ja, man kann immer darüber diskutieren, wessen Empfehlungen man folgt. Aber ich finde, man kann nicht sagen, es gibt keine klare Vorstellung, die die Mehrheit hier vertritt und die sie verfolgt. Und deswegen glaube ich, dass es gut sein wird, den Antrag in den Ausschüssen intensiv zu beraten. Aber ich sehe keinen Unterschied in der demokratischen Qualität unserer Beiträge zu den Ihren. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Rudolf Henke war das aus der Unionsfraktion, Mitglied im Gesundheitsausschuss. Und davor gab es ja auch noch mal eine Zwischenfrage von Christine Aschenberg-Dugnus. Und jetzt so mit Halbmaske im Gesicht sehen wir schon Beatrix von Storch, ist stellvertretende Vorsitzende der AfD-Fraktion, wartet auf den Weg zum Pult, das wie immer heute desinfiziert wird, wenn eine Rednerin oder ein Redner da gesprochen hat. Die Gläser werden sowieso ausgetauscht, aber unter diesen Bedingungen natürlich erst recht. Und jetzt wird Frau von Storch aufgerufen von Petra Pau, der Bundestagsvizepräsidentin. Und schon geht's los mit ihr. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kollegen.
Demokratie und Parlamentarismus sind in Deutschland in einer tiefen Krise, nicht erst seit Corona. Und die Krise hat einen Namen: Angela Merkel. In der Eurokrise hat sie den Bürgern Billionenlasten aufgeladen unter Bruch der europäischen Verträge. In der Asyl- und Migrationskrise hat sie Millionen Illegale ins Land gelassen unter Bruch des Grundgesetzes und ohne das Parlament. Und seit Corona regiert sie Deutschland praktisch mit einem Notstandsregiment zusammen mit den Ministerpräsidenten, dem Seuchenregiment. Sie tötet das öffentliche Leben ohne Debatte, ohne wissenschaftliche Grundlage und wieder ohne das Parlament. Die Kritik der FDP daran ist richtig, aber sie kommt natürlich ganz schön spät. Am 23. März, Frau Aschenberg-Bugnus, am 23. März hatten wir bereits das beantragt, von dem Sie gerade sprachen, nämlich die außergewöhnliche Notsituation für einen Monat zu befristen und nach einem Monat neu zu bewerten. Drucksache 18-15-9. Herr Kuhle, zum Nachlesen. Die FDP hat das abgelehnt. Am 21. April hatten wir beantragt, die getroffenen Maßnahmen wöchentlich zu überprüfen und den Bundestag dabei in angemessener Weise zu beteiligen. Drucksache 18-738 aus 19. Die FDP hat das abgelehnt. Und am 30.06. hatten wir einen Antrag gestellt mit dem Titel Tiefe Grundrechtseingriffe bedürfen der parlamentarischen Kontrolle. Drucksache 20-676 aus 19. Auch das hat die FDP abgelehnt. Nun denn, die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden vor vollendete Tatsachen gestellt. Das wurde heute schon mehrfach kritisiert. Wir erfahren das alles, den ganzen Merkel-Lockdown aus den Nachrichten. Das ist nicht die Missachtung des Parlaments, das ist die Verachtung des Parlaments. Man kann das Schicksal von Millionen Beschäftigten, Hunderttausenden von Unternehmen und die Stabilität der deutschen Volkswirtschaft nicht dem zufälligen Diskussionsverlauf einer Videokonferenz überlassen oder den Eitelkeiten der Herren Söder, Laschet und Ramelow. Das Ergebnis der Videodemokratie ist dann auch reine Willkür. Die neuen Maßnahmen sind selbst und gerade dann absurd, wenn es die epidemische Gefahr tatsächlich gibt. Auch das heute mehrfach schon gesagt. Wenn irgendjemand die Abstandsregeln und so weiter eingehalten hat, dann waren das die Gastronomen. Und was tun sie? Sie schließen die Gastronomie. 1,8 Millionen Beschäftigte, 65 Milliarden Euro Umsatz. Und das, obwohl das RKI, so lesen wir, das heilige RKI ausdrücklich sagt, die sind keine Infektionsherde. Die Kantinen bleiben offen, aber die Restaurants sollen schließen. Echt jetzt? Und um meine Nachbarn zu treffen, muss ich jetzt U-Bahn fahren, denn bei mir zu Hause darf ich sie nicht sehen. Kitas und Schulen werden nicht geschlossen, das ist gut, aber warum dann das Beherbergungsverbot? Wo geht denn ein Virus eher rum? In einem Klassenzimmer oder in einem Hotelzimmer oder in einer Ferienwohnung? Tourismus, 3 Millionen Beschäftigte, 290 Milliarden Umsatz. Wissen Sie auf der Regierungsbank eigentlich, was Sie da tun, oder ist es Ihnen egal? Sie haben keine wissenschaftliche Grundlage für das, was Sie tun. Deswegen ist das, was Sie tun, Willkür. Und Willkür ist Unrecht. Und Unrecht erzeugt Wut. Ich sage den Millionen Beschäftigten alleine in Tourismus und Gastronomie, deren Arbeitsplätze jetzt bedroht sind, und den Unternehmern, die jetzt vor dem Ruin und dem Ende stehen, erinnern Sie sich im nächsten September daran, welche Parteien Ihnen das angetan haben. Wenn Sie diesen Spuk beenden wollen, dann unterstützen Sie die AfD. Das ist die einzige Sprache, die diese Regierung versteht. Vielen Dank. So, und da sehen Sie schon die nächste Rednerin in dieser Debatte, in der es um einen Antrag der FDP-Fraktion geht. Das ist nämlich Sabine Dittmar, gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch heute haben die Corona-Infektionszahlen mit fast 17.000 Neuinfektionen wieder einen Höchstwert erreicht. Die Pandemie stellt uns vor enorme Herausforderungen im privaten, im beruflichen und im öffentlichen Bereich. Und die Vereinbarungen, auf die sich die Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten gestern verständigt haben, machen deutlich,
wie ernst die Situation ist. Das Infektionsgeschehen ist so diffus, dass derzeit bei 75% der Infizierten der Ausgangspunkt nicht mehr zugeordnet werden kann. Und das ist verheerend. Und glauben Sie mir, uns allen wäre wohler, wenn die gestern vereinbarten harten Einschnitte nicht vollzogen werden müssten. Sie sind aber notwendig und sie sind jetzt notwendig, denn sie sind unsere Chance, die Dynamik aus dem Infektionsgeschehen herauszunehmen und unser Gesundheitssystem vor Überlastung zu schützen. Und ich bin Ihren Ministerkollegen der FDP in den Ländern, in denen Sie Verantwortung tragen, auch dankbar, dass Sie das verstanden haben. Leider werden in der aktuellen Diskussion und auch in dem vorliegenden Antrag der FDP die verschiedenen Verantwortungsebenen, die wir im Infektionsschutz haben, fortlaufend miteinander vermischt. Und auch Sie versuchen schon mit Ihrem Antragstitel den Anschein zu erwecken, als gäbe es keine hinreichende gesetzliche Grundlage für die Infektionsschutzmaßnahmen der Länder. Fakt ist aber, dass die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern im Infektionsschutz vorsieht, dass die notwendigen Schutzmaßnahmen von den Landesregierungen durch Rechtsverordnung angeordnet werden. Und diese Ermächtigungsgrundlage umfasst zwangsläufig auch Eingriffe in Grundrechte. Und diese Ermächtigungsgrundlage mag jetzt im Lichte der Pandemie defizitär erscheinen und überarbeitungsbedürftig sein. Es gibt sie aber und sie ist derzeitige Gesetzeslage. Und richtig ist auch, dass die Corona-Pandemie die erste große Herausforderung für das Infektionsschutzgesetz ist. Und natürlich ergeben sich hier fortlaufend neue Kenntnisse, die letztendlich den Reformbedarf des Gesetzes aufzeigen. Und deshalb ist es richtig und notwendig, die Diskussion des Infektionsschutzgesetzes zu führen. Das ist aber nicht gleichzeitig mit einer angeblich fehlenden demokratischen Legitimation der bislang getroffenen Entscheidungen verbunden. Auf eine Reform haben wir uns im Übrigen alle bereits beim ersten Bevölkerungsschutzgesetz im März verständigt. Die SPD-Bundestagsfraktion hat hierfür auch zwischenzeitlich konkrete Vorschläge erarbeitet. Rolf Mützenich hat heute Morgen dargestellt, wo wir konkreten Reformbedarf sehen. Notwendig unter anderem differenzierter Kriterienkatalog für grundrechtseinschränkende Schutzmaßnahmen, Begründungspflicht, Befristung und Parlamentsbeteiligung bei Rechtsverordnungen. Und Kolleginnen und Kollegen, wir sind bereit, gemeinsam mit Ihnen daran zu arbeiten. Wichtig ist mir aber, dass die Diskussion mit großer Sorgfalt und ohne Polemik geführt wird. Es wäre nicht nur falsch, sondern es wäre auch fatal, den Eindruck zu erwecken, dass Bundesregierung und die Landesregierungen wesentliche Dinge versäumt hätten oder leichtfertig gehandelt hätten. Das Gegenteil ist der Fall. Um jede Entscheidung wird hart gerungen. Anzuerkennen ist, dass wir mit den Maßnahmenpaketen auf Bundes- und Länderebene vergleichsweise gut durch die Krise gekommen sind. Und das, Kolleginnen und Kollegen, soll auch so bleiben. Und deshalb, meine Damen und Herren, ist das Gebot der Stunde, die Infektionsdynamik zu unterbrechen, das Ausbruchsgeschehen unter Kontrolle zu bringen. Das ist ein Kraftakt. Verlangt den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch vielen Branchen, von der Gastronomie bis zur Kulturszene, vieles ab. Und dennoch ist jeder Einzelne von uns darauf angewiesen, private Kontakte zu reduzieren, Freizeitaktivitäten einzuschränken. Ja, und das ist für uns alle schwer. Viele fragen sich, wann sie ihre Verwandten wieder unbeschwert besuchen können, wann sie in gemütlicher Runde mit ihren Freunden wieder zusammensitzen können, wann wir alle unseren Alltag zurückbekommen. Dennoch appelliere ich an Sie, halten Sie sich konsequent an die Regeln, lassen Sie uns gemeinsam und solidarisch zusammenhalten und Corona gemeinsam die Stirn bieten. Dafür sage ich Ihnen jetzt schon allen ein herzliches Dankeschön. In einer Debatte halten sich normalerweise die parlamentarischen Geschäftsführer zurück. In diesem Fall aber, weil es eben um die Beteiligung des Parlaments geht, werden auch hier parlamentarische Geschäftsführer zu Wort kommen. Jan Korte ist der nächste Redner. Er ist der erste parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, weil es jetzt hier mehrfach erwähnt worden ist, möchte ich auch noch mal zurückbringen auf den 25. März zum Bevölkerungsschutzgesetz. Und zwar hat dort meine Fraktion Die Linke einen außerordentlich schlauen Antrag gestellt, der leider abgelehnt wurde, nämlich das ganze Ding auf den 30. September 2020 zu befristen. Denn, so der Begründungstext, so wäre sichergestellt, dass nach der laufenden Epidemie zusammen mit den Ländern auf Basis des bis zum 30. September 2020 von der Bundesregierung vorzulegenden Berichts ein stimmiges Gesamtpaket mit klaren Zuständigkeiten und breiter Akzeptanz und auf dem Stand des dann aktuellen Wissens auf den Weg gebracht wird. Hätten Sie das befolgt, hätten wir diese Chance heute nicht. Nun möchte ich was zum vorliegenden Antrag der FDP sagen, der überraschend gut ist. Das ist ja nicht selbstverständlich bei Ihnen, und meine Fraktion wird ihn deswegen auch unterstützen. Denn dass wir eine gewisse Verselbstständigung der Exekutive und der Bundesregierung haben, das ist ja allen, bis auf der CDU-CSU, allen aufgefallen, auch der SPD-Fraktion. Und deswegen müssen wir da handeln. Und sinnbildlich steht dafür natürlich gestern die Runde der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Denn eins ist ja schon ein bisschen bizarr heute. Die Debatte, die Regierungserklärung der Bundeskanzlerin nach den Entscheidungen zu machen, ist geradezu absurd. Das muss vorher geschehen, damit wir uns ein Bild machen können, liebe Kolleginnen und Kollegen. Absurd. Und ich will noch mal ganz grundsätzlich was dazu sagen. Das ist eine Runde, da wird wirklich schwerst in die Grund- und Freiheitsrechte der Bürgerinnen und Bürger eingegriffen, die ja übrigens auch nicht vom Himmel gefallen sind oder so zur Verfügung gestellt wurden, sondern die ja bitter aus der Geschichte heraus erkämpft wurden. Und deswegen ist das natürlich eine besonders sensible Frage. Zum Zweiten, diese Runde tagt ja nicht öffentlich. Die Parlamente, die, wie wir hier sehen, öffentlich tagen, werden nicht einbezogen. Auch deswegen geht das überhaupt nicht. Und ganz grundsätzlich will ich schon noch mal sagen, dieses Gremium, das ist ja eine de facto so Ersatzregierung, auch schon in der ganzen Attitüde da, das ist ja schon teilweise etwas schräg, die ist nirgendwo in der Verfassung vorgesehen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich finde, so muss man damit auch umgehen. So, und dazu will ich dann auch noch mal sagen, es geht auch nicht in einem demokratischen Rechtsstaat, und es geht auch nicht, dass Sie als Parlamentarier, auch vor allem der CDU-CSU, das so akzeptieren, dass dann auch diese Attitüde, also das ganze Land wartet vor dem Fernseher, wenn dann da hier die Pressekonferenz mal losgeht und dann die Entscheidungen verkündet werden. Da passt auch die ganze Attitüde nicht zu dem, was wir brauchen, nämlich Transparenz und Akzeptanz, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ganz grundsätzlich ist es doch gerade in diesen Grund- und Freiheitsfragen so, dass der Staat sich rechtfertigen muss, wenn er in die Grund- und Freiheitsrechte der Menschen eingreift. Und das mache ich, indem ich Transparenz herstelle, indem ich Öffentlichkeit suche und herstelle und indem ich logisch begründe. Und das Fazit von all diesen Debatten kann doch gerade nur in dieser Frage Folgendes sein. Je länger und tiefer die Eingriffe in die Grund- und Freiheitsrechte jedes Einzelne in diesem Land vorgenommen werden, umso mehr Kontrolle, umso mehr Debatte und umso mehr Sondersitzung des Bundestages brauchen wir, wenn es denn nötig ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich finde, das ist recht übersichtlich. Und das will ich auch schon sagen, auch noch mal an die Bundeskanzlerin. Man kann auch in dieser Lage, finde ich, ich weiß, Sie machen auch noch vieles andere, und ich bin, also um was Positives zu sagen, froh, dass jetzt hier nicht gerade Friedrich Merz oder Armin Laschet Kanzler ist, sondern Sie, das muss man ja auch mal fairnesshalber sagen. Aber trotzdem geht natürlich eins nicht. Man kann mit der Bevölkerung nicht so umgehen, dass man nur in diesen Fragen regiert, in der Ministerpräsidentenrunde oder abwechselnd dann mal via einem Podcast. Das geht wirklich nicht. Das geht überhaupt. Und deswegen finde ich, was die Kolleginnen und Kollegen der FDP hier vorlegen, eine saubere juristische Einordnung, wie wir dieses Problem gehen können. Und was ich auch noch sagen will, ich finde, wir können sogar noch ein Stück weit weitergeben. Der geschätzte Bundestagspräsident Dr. Schäuble hat ja an uns alle appelliert. Er hat ja einen Brief geschrieben, der ist ja auch veröffentlicht worden, dass das natürlich so mit der Missachtung des Parlaments, und das ist so eine, nicht weitergehen kann. Und das ist natürlich auch ein Appell des Präsidenten, vor allem an die Koalitionsabgeordneten. Der gehört ja, Kollege Michael
Rosse Brümmer auch Ihrer Fraktion an, wenn ich das richtig sehe, der Kollege Dr. Schäuble. Das hat doch auch was mit dem Selbstverständnis zu tun. Sie sind doch hier nicht irgendwie so eine Steffen-Seibert-Dubels, die alles hier richtig reden wollen und toll reden wollen, was die Regierung macht. Das ist ja nicht die Aufgabe von Parlamentariern. Das, finde ich, muss einfach mal gesagt werden. Und deswegen fasse ich zusammen, was sollten wir tun? Wir sollten in Zukunft vor jeder weiteren Runde, und die nächste ist ja schon angekündigt worden, muss die Bundeskanzlerin vor dieser Runde hier eine Regierungserklärung abgeben, was ihre Verhandlungslinie bei dem Ministerpräsidenten sein soll. Erste Maßnahme, es entspricht auch der Logik, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich finde, wir müssen in diesen Zeiten natürlich eigentlich in jeder Woche hierzu eine Generaldebatte führen. Wie ist eigentlich die Entwicklung bei den Infektionszahlen? Und eine zentrale Frage finde ich auch ganz wichtig für uns alle hier. Wir müssen doch auch darüber nachdenken, was gibt es eigentlich für unerwünschte Nebenwirkungen auf die gesamte Gesellschaft, die hier vielleicht gar nicht bedacht und beachtet wurden. Das muss man doch mal hier diskutieren. Und deswegen will ich damit schließen, nur um ein konkretes Beispiel zu nennen. Wenn ich das höre, wir müssen die Digitalisierung, des Homeschooling und so weiter und so fort. Das ist ja in weiten Teilen Geschwätz, weil das müssen Sie mal jemandem erzählen, der mit 5 Personen in einer 5-Zimmer-Wohnung leben muss. Darüber müssen wir nachdenken, was eigentlich Leuten zugemutet wird und ob sie überhaupt in der Lage sind, diese Aufgaben hier richtig anzugehen. Das ist die Aufgabe, finde ich, des Bundestages. Und Kollegin von Storch, weil Sie eben peinlicherweise zweimal geklatscht haben, will ich Ihnen noch mal sagen, Sie stellen sich ja in die Tradition, haben die letzte Woche bei jeder Rede gemacht, von Donald Trump. Und deswegen finde ich, wer sich in diese Tradition stellt und sich dann die Todeszahlen von Covid-19 in den USA guckt, fast 277.000, der sollte sich zu diesem Thema erst recht hier überhaupt nicht äußern. Sie sind sowas von raus. Und deswegen will ich mit allen anderen gerne darüber streiten, wie wir das machen. Denn ich habe ja auch manchmal den Eindruck, dass hier nur Virologen oder so sitzen. Kollege, ich bin das nicht. Ich bin darauf angewiesen, auf diesen Streit, auf die Auseinandersetzung, damit wir das Beste für die Menschen, für die Gesundheit, die Grund- und Freiheitsrechte und vor allem für diejenigen, denen es nicht gut geht, die nicht auf der Sonnenseite in diesem Land leben, tun können. In diesem Sinne, ich bin gezwungen, beim nächsten Hinweis auszuschalten. Aber danke für die Aufmerksamkeit. Soweit Jan Korte, der ja auch schon heute Morgen bei meinem Kollegen Erhard Schärfer im Interview war. Nächste Rednerin ist ebenfalls parlamentarische Geschäftsführerin von der Grünen Fraktion, spricht jetzt Britta Hasselmann. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Um an das Letzte anzuknüpfen, was Jan Korte angesprochen hat, das sehe ich auch so. Bei aller Kontroverse in der Sache, die auch absolut notwendig ist, dass wir sie hier führen, öffentlich führen, brauchen wir hier im deutschen Parlament keine Einlassung der AfD über Parlamentarismus, meine Damen und Herren. Keine andere Partei tritt mit so viel Verachtung gegenüber demokratischen Institutionen, gewählten Vertreterinnen und Vertretern auf. Und niemand versucht, die Demokratie und das Parlament so oft so verächtlich zu machen, meine Damen und Herren, wie die AfD. Deshalb warne ich vor der Tatsache, solche Einlassungen ernst zu nehmen. Jetzt reden wir über das Infektionsgeschehen und die Frage der notwendigen Parlamentsbeteiligung. Und ich finde es sehr wichtig und richtig, dass CDU, CSU und SPD hier eine Bereitschaft zeigen, zu sagen, nein, es ist nicht alles gut, wie es ist, sondern wir haben hier Klärungsbedarf, wir haben hier Verbesserungsbedarf, wir haben hier Notwendigkeiten angesichts dieser Krise, die Parlamente, unser Parlament, den Deutschen Bundestag, stärker und besser zu beteiligen und die Rechtsgrundlagen zu vertiefen. Das, was wir haben, reicht im Moment nicht. Meine Damen und Herren, die Lage spitzt sich von Tag zu Tag zu. Die Entwicklung des Infektionsgeschehens ist besorgniserregend und es braucht wirksame und auch nachvollziehbare Maßnahmen, die zur Eindämmung dieser Pandemie. In dieser Diskussion hier, in der Aussprache, widmen wir uns aber vor allen Dingen der Frage jetzt der Beteiligung.
Gerade in Corona-Pandemie-Zeiten brauchen wir die öffentliche Debatte, brauchen wir die Rede und Gegenrede, das Abwägen von Argumenten. Wer heute sagt, er oder sie wisse ganz genau, was 100% richtig ist, das kann doch nur verunsichern, meine Damen und Herren. Das weiß doch bei dieser Viruslage niemand ganz genau. Und deshalb ist es so wichtig und notwendig, dass wir Argumente schärfen, dass wir Argumente austauschen und dass die Entscheidungen bei den Parlamenten liegen. Damit tragen wir ja auch eine wahnsinnig hohe Verantwortung, meine Damen und Herren, weil kein Beschluss, der gefasst wird, den kann Mann oder Frau sich leicht machen. Der ist verdammt schwer. Das ist immer eine Abwägung und gerade in solchen Krisenzeiten. Und deshalb ist hier der Ort und nicht die Rechtsverordnung, meine Damen und Herren. Bei aller Wertschätzung, und das sage ich in aller Deutlichkeit, und da brauche ich auch keine Belehrung im Hinblick auf die Frage Föderalismus. Meine Fraktion und ich, wir sind völlig klar, ein kooperativer Föderalismus, das ist das, was nicht nur im Grundgesetz steht, sondern das ist unsere Grundhaltung, die ist wichtig und richtig. Aber ich bitte die SPD und die CDU/CSU jetzt mal darüber nachzudenken, was zwei Legislaturperioden große Koalition bedeuten. Sie haben faktisch so getan, als hätten wir mit der Ministerpräsidentenkonferenz, hören Sie mir zu, mit der Ministerpräsidentenkonferenz ein drittes Institut geschafft. Meine Damen und Herren, wie bequem war das denn, immer mal wieder zu sagen, Beschlüsse, die wir hier gefasst haben oder im Parlament oder im Bundesrat, die sichern wir noch ab durch einen Beschluss der MPK. Wie oft haben wir das jetzt gehört in Krisenzeiten? Ich habe kein Problem damit, wenn die zusammenkommen. Ich vertraue auch vielen, ich wertschätze die auch, aber es ersetzt keine Debatte in den Orten, da wo sie hingehört, und auch keine Entscheidung dort, wo sie hingehört. Und wir müssen über diese Fragen des Infektionsschutzgesetzes reden. Dieses Infektionsschutzgesetz ist doch ganz offenkundig dieser Krisenpandemiezeit so gar nicht ausgelegt, so gar nicht gewachsen. Wir brauchen da Veränderungen. Wir müssen in Bezug auf den Paragraphen 5, in Bezug auf den Paragraphen 28 und auch in Bezug auf den Paragraphen 32 und die Zusammenverknüpfung zwischen Bund und Ländern, darüber müssen wir diskutieren. Wir brauchen hier eine Neufassung. Wir brauchen eine stärkere Akzentuierung des Parlamentarischen, und die müssen wir durch die Rechtsgrundlagen auch anders verankern, meine Damen und Herren. Der Bundestag kann, wenn es um so tief eingreifende Grundrechtseingriffe geht, über die wir diskutieren und die doch vielen notwendig erscheinen und notwendig sind, dann brauchen wir die Veränderung der Rechtsgrundlagen. Wir brauchen den Zustimmungsvorbehalt des Parlamentes. Wir brauchen eine stärkere Verankerung der Unterrichtungspflicht. Wir brauchen klarere Festlegungen über Entscheidung und Kontrolle des Parlamentes. Und wir müssen auch sagen, das alles, was eine Ministerpräsidentenkonferenz leisten kann, ist kein Ersatz für das, was wir eben als Rechtsgrundlage in einem Rechtsstaat in einem neu gefassten Infektionsschutzgesetz zusammenfassen. Und auch hier bin ich dankbar für die Initiative, dass wir das Thema bringen. Ich bin auch dankbar für die Ankündigung der SPD, dass da Bewegung entsteht. Die fordern wir schon seit März. Und wir werden auch als Fraktion selbstverständlich hierzu parlamentarisch etwas einbringen und vorlegen in der nächsten Woche. Vielen Dank. Soweit Britta Hasselmann, die parlamentarische Geschäftsführerin der Fraktion von Bündnis 90 den Grünen. Nächster Redner ist nun aus der Unionsfraktion Georg Kippels. Er sitzt unter anderem am Ausschuss für Gesundheit für seine Fraktion und spricht jetzt hier auch über die Infektionsschutzmaßnahmen und die Parlamentsbeteiligung dazu. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger zu Hause an den Bildschirmen, die mit Sicherheit mit großem Interesse die Debatte heute hier im Hause verfolgen. Seit nahezu 8 Monaten beschäftigt und verfolgt uns die Corona-Pandemie
ein Virus, ein unsichtbarer Feind, der Leben und Existenzen, Gesundheit fordert und mit dem wir uns tagtäglich auseinandersetzen müssen. Und ich denke, jeder, der hier als Abgeordneter oder aber auch in den Länderparlamenten politische Arbeit leistet, ist sich der Verantwortung bewusst, mit der wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen müssen. Der Antrag der FDP zeigt nun, dass es zumindest eine Partei gibt, die mit dem Verlauf bis jetzt unzufrieden ist. Und auch wenn wir schon heute mehrfach heute Morgen von unserem Fraktionsvorsitzenden eben auch sehr ausführlich vom Kollegen Henke gehört haben, dass wir diese Position nicht teilen, will auch ich mir es nicht nehmen lassen, sich inhaltlich damit auseinanderzusetzen. Blicken wir erstmal auf die quantitative Komponente der Befassung des Deutschen Bundestages, so kommen wir doch eigentlich schon zu einer beachtlichen Liste von Befassungen, 70 Debatten, mehrere grundlegende Gesetze, die verändert worden sind. Sie selbst zitieren in Ihrem Antrag die grundlegende Entscheidung am 25. März diesen Jahres und auch in der Folgezeit. Und ich kann mich an eine schon zahllose Anzahl von Runden im Gesundheitsausschuss mit dem Gesundheitsminister beziehungsweise auch mit dem RKI-Präsidenten Professor Wieler erinnern, indem wir inhaltlich intensiv diskutiert haben. Also quantitativ sehe ich kaum ein Defizit, aber das scheint ja offensichtlich aus Ihrer Sicht nicht das entscheidende Kriterium zu sein. Also widmen wir uns der Qualität der Prozesse, und auch da empfinde ich im Ergebnis kein Defizit, weil wir unter den besonderen Bedingungen, die uns die Corona-Pandemie hier beschert hat, dem verfassungsrechtlichen Grundsatz durchaus Rechnung getragen haben. Und ich stehe hier als Jurist und Gesundheitspolitiker und insofern einerseits motiviert aus meiner Verpflichtung zum Grundgesetz und den demokratischen Rechten, aber auch aus meiner Verpflichtung für das Wohlergehen und die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger. Und diese beiden Komponenten stehen im Moment in einer dramatischen Konkurrenz. Wir sind gehalten, diesem von mir eben schon genannten unsichtbaren Feind die Stirn zu bieten, den Gesundheitsschutz zu gewährleisten, dies gleichzeitig unter Beachtung der demokratischen Rechte. Natürlich hat das Grundgesetz das Parlament zum Souverän der Gesetze gemacht, aber, und so zeigt uns der Blick in Artikel 80, hat man schon bei den Vätern und Müttern des Grundgesetzes erkannt, dass es besondere Situationen geben kann, in denen sich das Zuständigkeitsverhältnis verschieben muss, um schnell, effektiv, zielgenau und auch mit der gebotenen Flexibilität in der Reaktion zu entscheiden. Das haben wir bis jetzt konsequent angewendet, und ich will sicherlich nicht verhehlen, und ich glaube, ich schätze es richtig ein, wenn ich davon ausgehe, dass wir alle am Ende des ersten Halbjahres der Sitzungsperiode so eine leise Hoffnung hatten, dass wir in die sitzungsfreie Zeit mit einer Perspektive hereingehen, dass die Kontrolle umfassend wird, dass die Maßnahmen bei Corona greifen, dass die medizinischen Systeme Fortschritte machen, dass vielleicht irgendwann ein Impfstoff zur Verfügung steht und dass vielleicht auch die therapeutischen Maßnahmen zu einer schnellen Heilung der infizierten Menschen führen. Alles das ist bedauerlicherweise enttäuscht worden. Das ist aber keine Folge davon, dass es Versäumnisse gegeben hat, sondern dass eben diese immense Herausforderung des Coronavirus die bisherigen Befassungen nicht zum Erfolg hat führen lassen. Liebe Kolleginnen der FDP, wenn Sie hier etwas zu kritisieren haben, dann könnte es allenfalls die Tatsache sein, dass es noch keinen besonders intelligenten Wissenschaftler gegeben hat, der die wissenschaftliche Fragestellung der Bekämpfung des Coronavirus lösen konnte. Die politische Entscheidungsführung dazu war konsequent, sie war angepasst. Sie war unter Berücksichtigung dessen, wer an dieser Stelle zu handeln hat, immer ausgewogen, und sie ist auch nachvollziehbar begründet. Nachvollziehbar begründet hat allerdings auch schon mal die Schwäche, dass nicht alle dieses Ergebnis teilen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist aber kein Defizit der Demokratie, sondern das ist vielleicht ein Defizit der persönlichen Selbsteinschätzung im Umgang mit dem Thema. Und zum Schluss noch zwei kurze Bemerkungen. Einheitlichkeit
und Umfang der Beratung sind ein wichtiges und hohes Gut. Aber ich kenne im Moment keinen renommierten Wissenschaftler in der Bundesrepublik, der zu diesem Thema und den Vorgehensweisen keinen Kommentar abgesetzt hätte. Man wird jetzt nicht über quantitative Fragestellungen dazu kommen, wer denn jetzt Recht hat und wer den richtigen Weg beschreibt, sondern es ist immer ein sehr schwieriger Gewichtungsprozess. Und insofern wird uns entsprechend Ihrem letzten Satz des Antrags ein Expertenrat die Entscheidung, egal auf welcher Ebene, nicht abnehmen. Wir sind jetzt in der Notwendigkeit befangen, neue Wege zu beschreiten, auch im Rahmen des Beratungsformates. Das ist auch an dieser Stelle mehrfach schon genannt worden. Und das werden wir in den nächsten Wochen intensiv tun müssen. Ich befürchte nur, dass die Anzahl der Beratungen leider das Finden des richtigen Weges nicht ersetzt. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Man merkt auch daran, dass dieses Thema doch viele beschäftigt, dass die Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau hier häufiger ermahnen muss, dass die Abgeordneten doch an ihre Redezeit denken. Jörg Schneider spricht nun als Nächstes. Für die AfD-Fraktion sitzt er unter anderem im Gesundheitsausschuss. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer, die FDP fordert eine klare gesetzliche Grundlage des Infektionsschutzes. Der Parlamentarismus, die Demokratie soll gestärkt werden. Das ist der richtige Weg. Meine Damen und Herren, die Diskussion über Corona Maßnahmen gehört in dieses Parlament, gehört in den Deutschen Bundestag. Denn da läuft im Moment einiges verkehrt. Das Risiko für einen gesunden Menschen unterhalb des Renteneintrittsalters mit Corona ist relativ gering. Die Wahrscheinlichkeit eines schwerwiegenden Verlaufs bei diesem Personenkreis ist im Promillebereich, meine Damen und Herren. Trotzdem ist genau diese Gruppe durch die Maßnahmen, die Sie treffen, besonders hart getroffen. Stundenlanges Tragen der Masken auf dem Arbeitsweg, am Arbeitsplatz, die Verbannung ins Homeoffice, in der ohnehin schon zu kleinen Wohnung. Und abends wollen Sie diesen Menschen jetzt auch noch den Sportverein dicht machen. Dann könnte man jetzt ja sagen, der Zweck heiligt die Mittel. Aber dieser Zweck wird doch nicht erreicht. Die Intensivstationen laufen voll. Und sie füllen sich mit Menschen, mit älteren Menschen, mit Menschen, die Vorerkrankungen hatten. Und was sagt unsere Regierung dazu? Frau Merkel sagt ganz klar, eine Isolation der gefährdeten Gruppen findet nicht statt. Meine Damen und Herren, Sie müssen doch anerkennen, Ihre Strategie läuft in die falsche Richtung. Wir müssen endlich über Alternativen diskutieren. Das müssen wir hier tun im Deutschen Bundestag. Warum sprechen wir nicht? Warum sprechen wir nicht über gesonderte Einkaufszeiten für gefährdete Personen mit besonderen Hygieneregeln? Stattdessen schließen sie Fitnessstudios. Ich gehe öfters mal ins Fitnessstudio. Die Gruppe Ü75 trifft man dort eher seltener. Und wenn man sie dort trifft, dann sind es besonders fitte und gesunde Exemplare. Interessiert sie aber nicht, sie schließen die Fitnessstudios. Ohne Diskussion im Parlament. Wie wäre es mit Taxigutscheinen für ältere Personen, für gefährdete Personen, damit sich die 80-jährige Dame auf dem Weg zum Facharzttermin nicht auch noch in die U-Bahn quetschen muss. Sie machen stattdessen die Kinos dicht. Ich frage Sie mal, wer von Ihnen weiß eigentlich, wie viele Menschen sich in einem Kino infiziert haben? Mir sind da keine bekannt. Sie schließen die Kinos. Meine Damen und Herren, wir müssen endlich über diese anderen Maßnahmen diskutieren. Und das müssen wir hier tun im Deutschen Bundestag. Denn nur dann ist sichergestellt, diese Maßnahmen werden begründet. Diese Maßnahmen haben eine parlamentarische Mehrheit. Und das wiederum ist die Voraussetzung dafür, dass wir die Menschen in diesem Land mitnehmen können. Meine Damen und Herren, sorgen wir endlich dafür, dass wir über diese Maßnahmen diskutieren. Diese Diskussionen gehören hierhin, die gehören in den Deutschen Bundestag. Ich danke Ihnen. Die Kritik aus der AfD-Fraktion. Nächster Redner ist Johannes Fechner. Er ist der rechtspolitische Sprecher für die SPD-Fraktion in dieser Debatte zu Infektionsschutzmaßnahmen und der parlamentarischen Beteiligung. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Lage ist ernst. Die Infektionszahlen steigen dramatisch. Es gibt immer mehr Menschen, die sich infizieren und vor allem immer mehr Menschen, die Intensivpflege in unseren Krankenhäusern benötigen. Und deswegen müssen wir uns alle klar sein, es ist jetzt höchste Zeit, dass wir handeln.
Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte die Debatte auch zum Anlass nehmen, darauf hinzuweisen, dass die Belastungen für viele Bürgerinnen und Bürger in unserem Land jetzt größer werden, für die Pfleger, für die Pflegerinnen, für alle, die den Dienst tun für uns im Gesundheitswesen oder auch in den Landratsämtern, in den Arztpraxen. Deswegen an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön für den Dienst, den diese Bürgerinnen und Bürger für uns alle leisten. Ganz wichtig ist, glaube ich, dass wir das Vertrauen der Bevölkerung und die Akzeptanz für die Corona-Schutzmaßnahmen in der Bevölkerung erhalten. Und dazu gehört es, dass wir rechtssichere Maßnahmen beschließen, die für die Bürger transparent und nachvollziehbar sind. Denn die ganz große Mehrheit der Bevölkerung ist ja, das zeigen die Umfragen, bereit, diese Maßnahmen zu ertragen und mitzumachen. Aber wir merken jetzt ja immer mehr, dass aus der Rechtswissenschaft, aber auch aus immer mehr Gerichtsentscheidungen doch deutliche Hinweise kommen. Wenn wir jetzt diese Maßnahmen auf Dauer oder für einen längeren Zeitpunkt haben, nicht nur kurzfristig, dann müssen wir uns überlegen, ob tatsächlich die Rechtsgrundlagen ausreichen oder ob wir nicht das Infektionsschutzgesetz weiterentwickeln müssen. Der FDP-Antrag geht da in eine richtige Richtung. Er nimmt einiges auf, was die SPD seit mehreren Wochen schon gefordert hat. Das spricht für Ihren Antrag. Ich glaube, es sind vor allem drei Dinge, die hier ganz entscheidend sind. Wir müssen für Rechtssicherheit das Infektionsschutzgesetz weiterentwickeln. Wir brauchen eine präzise Rechtsgrundlage, präzise Generalklausel in § 28 und Standardmaßnahmen, also die üblichen Maßnahmen müssen dort geregelt sein, mit klaren Kriterien, wann sie von den Ländern in den Rechtsverordnungen anwendbar sind. Das hat dann auch den positiven Effekt, dass es mehr Bundeseinheitlichkeit geben wird. Es wird ja oft dieser angebliche Flickenteppich kritisiert, nicht immer zu Recht, aber damit sorgen wir auch für Bundeseinheitlichkeit, wenn wir diese Maßnahmen regeln. Und ich finde, es war am Anfang richtig, und dazu stehe ich auch, dass wir der Exekutive so weitreichende Maßnahmen zugebilligt haben, März, April. Da war die Lage einfach zu unklar. Aber jetzt hat sich doch gezeigt, dass der Bundestag handlungsfähig ist. Wir können auch kurzfristig zusammenkommen. Wir können immer die Entscheidungen treffen. Und deswegen bin ich der Meinung und auch meine Fraktion, dass es diese sehr weitreichenden Befugnisse der Exekutive nicht mehr braucht und wir jetzt wirklich drangehen sollten, etwa eine Begründungspflicht für die Rechtsverordnungen, Befristungen für die Rechtsverordnungen einzuführen. Ich habe mich sehr gefreut, dass der Bundesgesundheitsminister der Bundesgesundheitsminister, dem ich auch alles Gute wünsche von dieser Stelle, auf der Zielgeraden nach intensiver Betreuung durch die SPD vieles am Entwurf für das dritte Bevölkerungsschutzgesetz gestrichen hat, dass die Entfristungen draußen sind, dass der Anwendungsbereich deutlich reduziert wurde. Ich war überrascht und auch verärgert, dass das bisschen an Bundestagsbeteiligung, was er vorgesehen hat, dann auf der Zielgeraden auch noch rausgestrichen wurde von ihm. Das wird auf jeden Fall Thema für uns werden in den parlamentarischen Beratungen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dann auch noch ein weiterer Satz. Ich glaube, dass der Bundestag und auch die Länderparlamente, ganz wichtig, auch die Länderparlamente müssen über alle wesentlichen Entscheidungen entscheiden und beraten. Deswegen empfehle ich den Ländern dringend bei der Umsetzung dieser Maßnahme, die von der MPK beschlossen wurden, nicht auf Rechtsverordnungen, sondern auf Landesgesetze, die ordentlich beraten werden in den Landtagen, mit Anhörungen dort in den Landtagen und so weiter einzugehen und es nicht im Wege der Rechtsverordnung zu beschließen. Das ist der dringende Appell auch von hier. Auch wir sollten entsprechend selbstbewusst sein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, dass die Zeit drängt. Wir haben mit dem Infektionsschutzgesetz im dritten Bevölkerungsschutzgesetz eine gute Möglichkeit, schon in der nächsten Woche auch den grundlegenden Änderungsbedarf beim Infektionsschutzgesetz zu beraten. Und ich finde, wir sollten auch den Ehrgeiz haben, diese grundlegenden Änderungen auch noch im November 2020, dieses ehrgeizige Ziel sollten wir uns setzen, dann zu verabschieden. Abschließend, gerade weil mir und weil der SPD-Fraktion es so wichtig ist, dass wir diese zugegeben harten und in Grundrechte eingreifende Maßnahmen brauchen, gerade deshalb wollen wir Rechtssicherheit, Transparenz und Nachvollziehbarkeit für die Bürger. Vielen Dank. Ist der Bundestag stark genug an den Gesetzen und Entscheidungen über die Bekämpfung der Pandemie beteiligt? Darüber diskutieren hier die Abgeordneten. Grund ist ein Antrag der FDP-Fraktion und der nächste Redner ist von den Liberalen Konstantin Kuhle, der innenpolitische Sprecher.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, lieber Kollege Dr. Fechner, ich bin Ihnen außerordentlich dankbar, dass Sie gerade hier am Rednerpult sehr ausführlich beschrieben haben, dass der Deutsche Bundestag sehr wohl in der Lage ist, die rechtlichen Grundlagen des Infektionsschutzgesetzes zu verändern und dass wir hier gemeinsam auch die Aufgabe haben, für mehr parlamentarische Beteiligung in der Bekämpfung der Corona-Pandemie zu sorgen. Und ich hätte mir nur gewünscht, dass es dann auch Applaus aus Ihrer eigenen Fraktion gegeben hätte, die, glaube ich, eher so ein bisschen auf dem Kurs von Herrn Lauterbach sind, als auf Ihrem Kurs. Und das ist doch eine Sache, über die wir uns hier mal unterhalten müssen. Es gibt offensichtlich in der Großen Koalition, das ist insbesondere die Union und die Lauterbach-Fraktion innerhalb der SPD, eine Weigerung, das Parlament ordentlich in die Debatten über die Bekämpfung der Corona-Pandemie einzubeziehen. Und ich will Ihnen ganz deutlich sagen, es ist keine Zumutung, das Parlament einzubinden. Es ist die Pflicht der Bundesregierung, den Deutschen Bundestag einzubinden, weil die Debatten hier im Parlament geführt werden müssen. Und es ist doch klar, dass das Ganze nicht in einem Gremium vonstatten gehen kann, was im Grundgesetz überhaupt nicht vorgesehen ist, nämlich der Ministerpräsidentenkonferenz. Und es ist auch klar, dass das Ganze nicht in Talkshow-Auftritten von Herrn Lauterbach stattfinden kann. Wo ist eigentlich Herr Lauterbach? Warum nimmt er an der heutigen Debatte nicht teil? Wahrscheinlich ist er schon wieder auf dem Weg zur nächsten Kamera. Aber das ist kein Ersatz für die Diskussion über Geeignetheit und Angemessenheit von Corona-Maßnahmen. Die gehören hier in dieses Haus und nicht bloß in die Talkshow-Säle dieser Nation. Meine Damen und Herren, weil ich großen Widerspruch hier ernte aus der Union, es ist doch kein Wunder, dass es große Fragen gibt, die in der Bevölkerung entstehen, wenn man sich die offenkundigen Wertungswidersprüche ihrer Corona-Maßnahmen anschaut. Wir als Freie Demokraten sind sehr dafür, dass die Bildungseinrichtungen offen bleiben. Aber wie kann es eigentlich sein, dass die Schulen offen bleiben, dass die Kirchen offen bleiben, dass die Friseure offen bleiben und gleichzeitig muss die Gastronomie dicht machen, müssen die Kultureinrichtungen dicht machen und müssen die Sporteinrichtungen dicht machen? Diese Wertungswidersprüche, die müssen doch hier im Bundestag debattiert werden. Das können Sie nicht einfach für gegeben erklären und dann den Menschen so vorsetzen. Und wir haben ja hier auch Angriffe gehört gegenüber der FDP. Wir würden das in den Ländern alles ganz anders machen. Ich will Ihnen mal was sagen. Wir haben in Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit der Union in der landesweiten Pandemiebekämpfung festgeschrieben, dass die epidemische Lage von landesweiter Tragweite nach 2 Monaten automatisch ausläuft. Das haben CDU und FDP in NRW gemeinsam verabredet. Also tun Sie doch nicht so, als würden Sie da was ganz anderes machen. Lassen Sie uns das gemeinsam auch auf Bundesebene so machen. Der Deutsche Bundestag, er sollte alle 2 Monate überprüfen, ob die entsprechenden Rechtsgrundlagen noch auf die Bundesregierung übertragen werden müssen oder nicht. Und Ähnliches gilt auch für die Vorschläge, die Herr Fechner hier gemacht hat. Herr Mützenich hat das heute Morgen, wie ich finde, in sehr ruhiger und sehr angemessener Weise hier dargestellt. Das Infektionsschutzgesetz sollte nächste Woche schon hier im Bundestag konkretisiert werden. Standardmaßnahmen, bessere Voraussetzungen, das ist der richtige Weg. Den sollten wir gehen. Und wir werden als Freie Demokraten nicht müde werden, auf die Angemessenheit, auf die Geeignetheit und auf die parlamentarische Beteiligung bei den Maßnahmen hinzuweisen. Vielen Dank. Soweit die Rede von Konstantin Kuhle, der hier auch zum Beispiel von der Linksfraktion Applaus bekommen hat. Das passiert ja auch nicht so häufig bei einer Rede der FDP-Fraktion. Uwe Kammann spricht als Nächstes. Er ist fraktionslos, nachdem er aus der Fraktion der AfD ausgetreten ist. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, gestern haben sich die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten erneut auf massive Grundrechtseinschränkungen geeinigt. In Kauf genommen werden dabei enorme wirtschaftliche und gesellschaftliche Kollateralschäden. Allein, dass Restaurants ab nächster Woche wieder dicht machen müssen, obwohl ihnen schon jetzt das Wasser bis zum Hals steht, ist besonders bitter. Wenn man weiß, dass sogar das RKI selbst festgestellt hat, dass Restaurantbesuche mit einem sehr geringen Risiko verbunden sind. Nicht beschlossen wurde gestern dagegen das Einfachste und Wirksamste, nämlich eine flächendeckende Ausstattung unserer Bürger mit FFP2-Masken, besonders für Risikogruppen und wirtschaftlich Schwache. Bis heute wird das Tragen von unbestrittenermaßen wirksamen FFP2-Masken weder aktiv beworben noch unterstützt. Ich nenne das verantwortungslos. Es ist planloser Aktionismus, den die Bundesregierung und die Länderchefs betreiben. Wirksame Maßnahmen werden nur unzureichend ergriffen. Maßnahmen, die tief in unsere Grundrechte eingreifen
dagegen im Akkord verabschiedet, ohne den geringsten wissenschaftlichen Beleg zur Wirksamkeit geben, unsere Grundrechtseinschränkungen. Eben haben wir von der Bundeskanzlerin gehört, die Maßnahmen seien geeignet, erforderlich und verhältnismäßig. Meine Damen und Herren, das Gegenteil ist der Fall. Der neue Lockdown mit den darin aufgeführten Maßnahmen ist nicht geeignet, nicht erforderlich und schon gar nicht verhältnismäßig. Und wenn Sie jetzt wieder sagen, 75% der Getesteten können nicht nachverfolgt werden können, meine Damen und Herren, dann haben Sie von der Regierung Ihren Job nicht gemacht. Sie haben 6 Monate Zeit gehabt, entsprechende Maßnahmen vorzubereiten, damit man das kann. Zu Beginn der Pandemie war der Lockdown zum Schutz unserer Bevölkerung richtig. Wir wussten damals viel zu wenig über das Virus. Heute, 8 Monate später, wissen wir deutlich mehr. Und trotzdem bürdet die Bundesregierung unseren Bürgern jetzt wieder dieselben nicht zielführenden und wenig nachvollziehbaren Maßnahmen auf, von denen wir mittlerweile wissen, dass sie zur Bekämpfung der Pandemie nicht wirksam beigetragen haben. Der wirtschaftliche und gesellschaftliche Schaden ist überhaupt noch nicht absehbar. Was mich aber besonders entsetzt, um diese Grundrechtseinschränkung durchzusetzen, agiert die Bundesregierung ohne parlamentarische Kontrolle im Rahmen gesetzlicher Ermächtigungen. Dieser Zustand ist unhaltbar. Es darf nicht sein, dass durch Ihre Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite der Regierung ein Blankoscheck gewährt wird. Als liberal-konservative Reformer halten wir es unerlässlich, dass jede, wirklich jede Grundrechtsbeschränkung im Vorfeld, aber zumindest im Nachgang vom Parlament bestätigt wird. Hier von Ihnen, vom Bundestag. Damit wird einerseits die Handlungsfähigkeit der Regierung zur unmittelbaren Gefahrenabwehr gesichert. Andererseits die fehlende parlamentarische Kontrolle über Art, Umfang und zeitliche Begrenzung der Eingriffe hergestellt. Ohne diese Änderung ist dieser Deutsche Bundestag letztlich nur ein zahnloser Tiger. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie das für unsere Demokratie wirklich für richtig halten. Herzlichen Dank. Die Rede von Uwe Kamann. Und Sie hören es, bei fraktionslosen Abgeordneten gibt es halt nicht, wie man das sonst gewohnt ist, hier von einer Fraktion Applaus, weil er eben fraktionslos ist. Tino Sorge spricht jetzt als Nächstes. Er sitzt für die Unionsfraktion im Gesundheitsausschuss. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das Thema, was wir heute debattieren, über das akute Krisenmanagement hinausgeht. Wir sind uns auch einig, dass das Thema erhebliche Symbolkraft hat. Wir sind uns auch einig, dass das Thema fundamentale Fragen betrifft, bei denen das Parlament eine zentrale Rolle spielt. Es geht um Grundrechte, es geht um die Freiheit des Einzelnen, es geht um die Gesundheit, um Wohlstand, um Wirtschaft, mithin unser gesamtes gesellschaftliches Miteinander. Und wir sind uns auch einig, dass das Themen sind, die uns noch und unser Land für Monate und Jahre beschäftigen werden. Und es ist auch richtig, dass wir dann als Parlamentarier nicht an der Seitenlinie stehen. Und insofern ist es gut, dass wir erneut wiederholt hier diese Debatte führen. Und insofern auch noch mal ganz herzlichen Dank an die Kolleginnen und Kollegen von der FDP-Fraktion. Und es ist richtig, das hat der Kollege Kuhle ja auch noch mal dargestellt, dass wir uns hier im Parlament immer fragen, sind die Maßnahmen, ist das, was wir hier tun, richtig? Ist es angemessen? Ist es verhältnismäßig? Ist es vor allen Dingen zielführend? Und insofern darf ich auch, weil Sie sich ja auch immer gern als die Service-Opposition bezeichnen, mal darauf hinweisen, dass es eben nicht zielführend ist, und da sind wir uns nicht einig, dass wir den Eindruck hier erwecken, als würden wir als Parlament, als Parlamentarier hier an der Seitenlinie stehen und überhaupt keine Rolle spielen, de facto behaupten, das Parlament sei ausgeschaltet worden. Da sind wir uns nicht einig, denn so ist es nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn wir darüber debattieren, sollten wir uns auch immer wieder vergewissern, wir reden hier von einer extremen Ausnahmesituation. Wir reden heute genauso wie im März von einer extremen Ausnahmesituation. Und deshalb ist es auch richtig und deshalb müssen wir auch immer wieder sagen, dass wir hier eben nicht im Normalmodus arbeiten, dass wir eben nicht die üblichen Abläufe einhalten können. Es ist eben nicht so, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir sagen können, wir haben eine globale Pandemie. Wir schreiben ein Pandemiebeendigungsgesetz, wir verabschieden das, debattieren es vorher
noch mal, haben noch ein paar Anhörungen dazu und dann ist das Problem hoffentlich endlich mal gelöst. Nein, es geht hier viel, viel mehr um den Faktor Zeit und Zeit ist ein Luxus, den wir uns momentan nicht leisten können. Und meine Kollegen Henke und Kippels haben ja im Vorfeld schon darauf hingewiesen. Wir reden hier über ein sehr tückisches Virus. Das heißt, die Zahlen, die wir jetzt sehen, sind ja nur eine Momentaufnahme von vor 10 Tagen. Und wer von uns, wer von Ihnen geht denn davon aus, dass sich das Ausbreitungsgeschehen in den letzten Tagen eher minimiert hat? Wir müssen damit rechnen, mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass die Zahlen weiter explodieren. Und da geht es darum, dass wir gegensteuern. Und es ist ja vollkommen richtig, dass wir dann als Parlament das auch konstruktiv begleiten. Es ist vollkommen richtig, dass wir auch immer wieder die Regierung hinterfragen. Aber solche Momente sind auch, muss man sagen, zusätzliche Momente der Exekutive. Und deshalb finde ich das immer so spannend, dass Herr Kollege Kuhle ist ja hier, Herr Kollege Lindner ist nicht da, ich weiß nicht, wo er ist, wahrscheinlich wieder in der Talkshow. Aber Sie haben ja häufiger gesagt, und ich zitiere hier mal beispielsweise der Kollege Lindner, es habe Schwächen bei den Durchgriffsmöglichkeiten des Bundes gegeben. Er forderte im Frühjahr bereits einen Krisenstab im BMWI. Und auch Konstantin Kuhle hat ja hier gesagt, Krisenzeiten sind auch immer Zeiten der Exekutive. Und er halte es auch für völlig legitim, dass die Bürger in dieser Situation schnelle und klare Antworten des Staates und der Exekutive erwarten. Und insofern tun Sie doch hier nicht so, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, als würden wir als Parlament keine Rolle spielen und die Exekutive alles für uns erledigen. Das ist mithin nicht so. Wir brauchen eine handlungsfähige Regierung, ein handlungsfähiges Parlament. Und dazu gehört auch in solchen Krisenzeiten, dass man der Exekutive ein bisschen Spielraum verschafft. Ich schaue auf die Uhr, die letzten Sekunden, weil ja mein Kollege Henke ja sehr gute Ausführungen ein bisschen länger gemacht hat, deshalb habe ich ein bisschen weniger Zeit. Ich will nur noch mal darauf hinweisen, Parlamentarismus lebt von Debatten, ja. Wir haben diese Debatten hier über 70 Mal im Bundestag geführt. Wir haben über 30 Gesetze verabschiedet. Und insofern, glaube ich, werden wir das in Zukunft auch gut hinbekommen. Wir sollten uns nur nicht verzwergen, wir als Parlament, aber auch Sie sich von der FDP nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deshalb, denke ich, werden wir diesen Antrag in den Ausschüssen ordnungsgemäß debattieren, danach auch wieder hier im Plenum darüber sprechen und diskutieren. Und insofern, glaube ich, kommen wir da auch relativ gut durch. In diesem Sinne freue ich mich auf die Beratung im Ausschuss und danke noch mal ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Tino Sorge war das aus der Unionsfraktion. Und es gibt hier ein bisschen Sticheleien, welcher Abgeordnete denn gerade im Plenum ist oder welcher eventuell in einer Talkshow ist. Wobei man sagen muss, das hier ist ja ein Arbeitsparlament und nur weil ein Abgeordneter nicht im Plenarsaal sitzt, heißt das nicht, dass er nicht arbeitet. Hilde Mattheis spricht als nächstes für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind, glaube ich, in der Mehrzahl hier überzeugte Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Das haben wir übrigens seit März diesen Jahres bewiesen. Denn gerade mit dem ersten Schutzgesetz haben wir ganz eindeutig gesagt, nein, nicht die Bundesregierung hebt diese nationale Situation auf, sondern das macht das Parlament. Und nicht zuletzt haben wir gesagt, nein, wir wollen nicht, dass im dritten Schutzgesetz Dinge verstetigt werden, sondern wir wollen das, was Anfang der 2000er Jahre auf den Weg gebracht worden ist mit dem Infektionsschutzgesetz. Das wollen wir ausgiebig diskutieren. Ja, wir sind ein lernendes System, denn so eine Pandemie gab es noch nicht. Und wir als Parlamentarierinnen und Parlamentarier, wir stellen uns diesem Lernen. Wir wollen, dass es besser wird in diesem Land. Wir wollen, dass die Menschen Vertrauen haben in dieses Parlament. Vertrauen, dass wir auch jederzeit bereit sind, uns selber zu hinterfragen. Zu hinterfragen, machen wir es richtig. Und um das geht es uns hier. Und deshalb, wir haben erst gestern mit vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auch über die Teststrategien diskutiert. In einer Anhörung. Ja, noch nie haben wir als Parlamentarier so engmaschig in Anhörungen, in Debatten, in Fachgesprächen uns mit dieser Thematik auseinandergesetzt wie seit März diesen Jahres. Und ich finde das auch richtig so. Das ist unsere Verantwortung. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde, dass der Anspruch dieses Antrags völlig zu Recht ist, sich zu hinterfragen,
Wir als SPD-Fraktion, wir machen das. Wir sind seit geraumer Zeit dabei, auch festzustellen, wie können wir mehr Transparenz schaffen. Weil eines dürfen wir nicht verlieren, und das haben viele von Ihnen hier heute schon gesagt, das Vertrauen der Menschen, dass wir uns nicht nur bemühen, sondern dass wir nach allen Facetten gucken, wie können wir es richtig machen. Das ist der Anspruch, den die Bevölkerung an uns hat, und ich sage zu Recht. Deshalb glaube ich, und auch das breit hier Zustimmung, ist jetzt eine Situation eingetroffen, dass wir uns mit der nächsten Frage beschäftigen müssen. Nicht nur mit dem, was ist die beste Teststrategie, nicht nur mit dem, wo können wir vor allen Dingen die Kontakte reduzieren, sondern damit, womit können wir in diesem Parlament auch das Thema Infektionsschutz wieder auf so breite Beine stellen, dass es mit hoher Akzeptanz auch mit den Ländern zusammen in diesem föderalen System handelbar ist. Das ist unser Thema jetzt. Und dazu werden wir nächste Woche auch im Zusammenhang mit dem dritten Schutzgesetz diskutieren. Und ein paar Punkte sind ja schon gesagt worden. Und da finde ich es eine Leitplanke. Wunderbar, die greife ich gerne auf, von dem Fraktionsvorsitzenden der CDU-CSU, nämlich zu sagen, es geht nicht um die Freiheit der Starken, es geht um die Freiheit der Schwachen. Und wenn wir das uns alle zur Leitplanke machen, dann ist das wunderbar. Und dann können wir auch draußen in den Debatten bestehen, und dann können wir denen, die von außen den Reichstag stürmen wollen, sagen, diese Demokratie ist wehrhaft. Und diese Demokratie steht auf breiten Beinen und lässt sich nicht erschüttern. Vielen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun der Kollege Erich Irzthofer das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, diese Debatte beweist, dass nicht so gut ist, dass man es nicht verbessern könnte. Und so verstehe ich auch Ihren Antrag. Und wir sind ein lernendes System. Und all diese Dinge, die wir in den letzten Wochen und Monaten beschlossen haben, waren mit Sicherheit überwiegend richtig, gut und auch zielführend. Und ich glaube, es ist sehr klug auch gewesen, dass man diese Ministerpräsidentenkonferenz so eng gestrickt hat und dass hier mit die Entscheider dieses Landes, die auch die Legitimation der Bürgerinnen und Bürger haben, genauso wie wir auch als Parlament, dass sie hier immer wieder zusammenkommen, die Maßnahmenpakete auch zusammenzurren. Und was in Ihrem Antrag ja bemängelt worden ist, dass Sie von einem Flickenteppich sprechen, ist ja gestern widerlegt worden in dem, dass wir hier natürlich jetzt einheitliche Richtlinien haben, und ab Montag wird es das geben. Und ich glaube, das ist ein gutes und richtiges Signal. Ich glaube aber auch, dass es richtig ist, wie die Frau Hasselmann gesagt hat, dass wir darüber diskutieren müssen, dass wir natürlich auch hinterfragen müssen, wie und was wir hier entscheiden. Und ich glaube, es hat eine Legitimation. Und ich möchte aber schon auch in Richtung der SPD daran erinnern, Herr Dr. Fechner, Sie sind ja hier gerade so auch aufgetreten, wie wenn das alles gegen Ihren Willen geschehen würde. Die misst ja nicht so. Die SPD hat ja diesem Vorgehen ja auch mitgestimmt und zugestimmt. Und deshalb machen wir das jetzt auch so. Und ich möchte auch an dieser Stelle, die FDP ist ja, und das hat mich schon etwas überrascht, auch Ihre Fraktion, war es ja, die zu Beginn der Pandemie in keiner Weise hier als Oppositionspartei aufgetreten sind
und hier in irgendeiner Form Maßnahmen gefordert haben oder beschlossen haben. Sie haben dem Ganzen, wie sich es entwickelt hat, Sie waren damit einverstanden und haben auch zugestimmt. Es war ja alles in Ordnung. Und wenn dann Ihr Parteivorsitzender sich heute hier herstellt und uns die Welt neu erklärt, dann finde ich das schon etwas bedenklich. Das möchte ich in aller Deutlichkeit auch mal sagen. Und ich habe dann natürlich schon auch mitbekommen, dass man hier von Seite der FPD immer natürlich hergeht und sagt, ja, Freiheit und Eigenverantwortung und all diese Sachen. Was mich stört an dieser Sache ist nur, dass sie das immer wieder bringen, wenn sich die Zahlen in der Pandemie erhöhen. Ich glaube, es wäre seriöser, wenn man dann natürlich auch versucht, diese Dinge konstruktiv anzugehen. Und ich glaube schon, dass den Menschen in diesem Land auch klar ist, dass diese Einschränkungen, die wir hier beschlossen haben, dass diese Maßnahmen und Einschränkungen notwendig sind und dass sie auch zielführend sind. Und wenn wir die Situation kennen, so wie sie gerade ja auch ist, dann ist es doch so, dass wir nicht hier zuschauen können, Sitzungswochen abwarten können, ohne dass wir entscheiden. Weil ich glaube schon, dass der Erfolg darin liegt, dass man schnell reagiert, dass man sachlich, fachlich richtig reagiert und dass man so schnell wie möglich dann gegensteuert. Das, glaube ich, ist der richtige Weg und das haben wir bisher auch auf den Weg gebracht. Und all diejenigen, die heute so reden und so tun, wie wenn die Gremien und die Bundesregierung hier oft in einer eigenen Blase leben und handeln würde, oder wenn wir nicht wüssten, was los ist, ich bin mir aus zahlreichen Gesprächen sicher, dass all diejenigen, die mit hier entscheiden und das auf den Weg bringen, und natürlich auch wir hier als Parlamentarier, dass wir sehr wohl wissen, was wir tun, dass wir auch wissen, was die Sache vor Ort denn ist. Und ich glaube, man geht ja nicht her und tut willkürlich die Theater und alles, was hier im künstlerischen Bereich auch ist, hier zurückfahren. Ich erlebe das doch in meinem Wahlkreis auch, dass hier Leute über Jahre geprobt haben, teilweise, dass sie Aufführungen machen können. Bei uns in der Halle Dau in Nandlstock gestern Absage, finanziell nicht geklärt, wer das Ganze übernehmen soll. Aber trotzdem müssen wir hier handeln, weil wir die Menschen schützen wollen. Weil es uns wichtig ist, dass wir hier eintreten und dass wir Leib und Leben schützen. Das ist das, was notwendig ist und was richtig ist. Und deshalb, glaube ich, ist der Weg richtig, der Weg ist notwendig, auch wenn er hart ist. Deshalb werden diejenigen, die betroffen sind, unsere Unterstützung erfahren. Und alles andere, glaube ich, wäre falsch, wenn wir den Menschen irgendwas vorgaukeln, eine Sicherheit, die es nicht gibt. Wir sind in der Krise, wir sind in einer Pandemie und es ist für dieses Land notwendig zu handeln, richtig zu handeln und die Menschen zu schützen und dabei aber nicht die Wirtschaft und diejenigen, die dieses Land, der Mittelstand, die dieses Land tragen, hier zu vernachlässigen. Dazu sind wir bereit und das machen wir. Herzlichen Dank. Ich schließe die Aussprache.